Woche, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute habe ich ein Tauschpaket-Unboxing quasi für dich. Und zwar haben die liebe Vanessa und ich uns überlegt, dass wir ein Paket zum Thema, was mich glücklich macht, machen. Und ja, heute ist es endlich gekommen. Ich freue mich so drauf, es auszupacken, Leute. Ihr macht euch keine Vorstellung. Wenn du Bock drauf hast, dir das anzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die liebe Vanessa macht sehr, sehr, sehr schöne Videos und aus dem Bereich Beauty, Unboxing, die kocht auch manchmal, Bullet Journaling macht die auch, wunderschön, also echt, also coole Frau, richtig coole Frau. Und ja, jetzt haben wir endlich ein Tauschpaket zusammen gemacht und ich freue mich so drauf. Es ist so, so toll. Ja, ich mach's jetzt mal auf. Ja. Der Moment ist da. Es ist so warm. Das Geheimnis des Glücks ist, statt der Geburtstage die Höhepunkte des Lebens zu zählen. Das ist eine so schöne Karte. Ich muss gestehen, dass ich eine so thematische Karte leider nicht finden konnte. Mega geil. Oh. Hallöchen Claudia, ich freue mich, dich über den Adventskalender kennengelernt haben zu dürfen und nun hier mit dir dieses Tauschpaket machen zu können. Und dein Herzchen. In diesem habe ich dir 10 Dinge eingepackt, die mich persönlich glücklich machen. Um die Spannung zu erhöhen, befinden sich auf den Paketen auch nur Nummern. Na denn, viel Spaß beim Auspacken. Deine Vanessa. Oh Vanessa, ich freue mich. Ich bin mega gespannt. Und ja, ach, die Karte ist so geil, oder? Die ist richtig schön. Die gefällt mir auch richtig, richtig gut. Okay, ich sortiere das erstmal, denn ich habe hier die 3, die 8. Also wir haben uns, ich glaube, es war schon im Dezember oder im Januar hatten wir uns schon geschrieben, dass wir gerne ein Tauschpaket zusammen machen möchten. Haben dann so ein bisschen gebraucht, bis wir uns ein Thema aussuchen konnten, ausgesucht haben, wie auch immer. Und dann haben wir ein Budget festgelegt, also für was wir quasi uns die Produkte gegenseitig schicken. Und ja, dann sind wir erstmal auf die Suche gegangen. Und Leute, es ist gar nicht so leicht, die Sachen zu finden, die einen persönlich glücklich zu machen, beziehungsweise das, was einen glücklich macht, in Produkte zu fassen. Das ist unheimlich schwer. Also quasi Gefühle in Materielles zu packen, versucht das mal. Das ist sauschwer. Und ja, ich bin mal gespannt, wie Vanessa das so gemeistert hat, wie sie das gemacht hat und bin mega gespannt. Es ist immer so geil, wenn man die Sachen dann vor sich liegen hat und erstmal alles in Geschenken eingepackt und ich fange mal mit der 1 an. So, das ist ein Häschen und das ist unheimlich süß, oder? Es hat ein Herz. Ich bin ein Verpackungsopfer und ich liebe sowas. Oh, das ist toll. Es riecht schon mal richtig gut, obwohl das noch zu ist. Oh ja. Die liebe Vanessa liebt Orange und dann hat sie mir eine mega coole Duftkerze von Airwick mit reingepackt. Ich liebe Duftkerzen. Ihr seht, ich habe überall Duftkerzen stehen. Ich habe im Wohnzimmer Kerzen stehen. Ich habe überall Duftkerzen stehen. Außer im Schlafzimmer. Wegen der Luft ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall ist das eine Anti-Tabak-Orange-Kerze. Anti-Tabak finde ich immer so witzig, wenn es auf den Kerzen draufsteht. Im Prinzip ist es eigentlich nur ein Duft, der andere Düfte bindet. So, und die riecht wirklich extrem nach Orange. Aber sie riecht gut, das gefällt mir. Das ist ein bisschen, ich muss mal gucken, wie die riecht, wenn man die ansteckt, dann wird es vielleicht noch ein bisschen wärmer, denn so riecht es noch ein bisschen nach, nach Seife quasi, was jetzt nicht verkehrt ist. Aber ich glaube, dass es einfach frisch riechen wird, dass es eher frischend riechen wird, wenn die an ist. Mal gucken. Aber die ist schon mal cool. Dann hat sie mir hier Unmengen an Tee mit reingepackt. Ich trinke auch wirklich gerne Tee. Da haben wir spanische Orange. Wir haben Sweet Kiss. Oh ja, die mag ich auch gerne. Früchtetee aromatisiert mit Kirsch- und Erdbeergeschmack. Yum, sowas mag ich auch gerne. Persischer Granatapfel. Ach, sowas ist auch lecker. Das mag, glaube ich, mein Freund noch mehr als ich. Italienische Limone. Okay. Ich mag auch gerne so Zitronentee oder sowas. So heiße Zitrone halt und dann einen Löffel Honig rein. Mediterraner Pfirsich. Oh, der riecht ein bisschen süßlicher. Der riecht auch gut. Oh, nom, 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 nom. Ja, und das Ganze in wirklich mehrfacher Ausführung. Also ich bin gut versorgt. Danke, Vanessa. Du bist um mein leibliches Wohl besorgt. Und das finde ich sehr freundlich von dir. Die Nummer 2 ist hier etwas Größeres.
Es fühlt sich an wie eine Tube. Guckt euch bitte mal dieses ultra krasse Geschenkpapier an. Mrs. Rosa Roth, das passt. Ich hätte nichts anderes von dir erwartet. Oh, es ist besser. Es ist deutlich besser. Hier ist was drum zugewickelt. Moment, das muss ich erstmal aufkriegen hier. Aber das Produkt in der Mitte kenne ich und das habe ich tatsächlich auch gerade in Verwendung und finde ich super. Richtig geil. Das ist von Gliscour Winter Repair. Das macht man sich in die Haare, nachdem man geduscht hat und wenn man dann durch die Haare durchkommen will. Die liebe Vanessa hat tatsächlich so mega krasse Locken und die macht zurzeit ja die Curly Girl Methode. Und ja, Haarpflege ist natürlich ihr Herzensding und ich denke, dass sie es unfassbar toll findet, dass ihre Haare jetzt endlich wieder auch in ihren Naturzustand zurückkommen. Die ist ja am Wahnsinn. Ich gucke das ja auf Instagram mir immer schön an bei ihr. Die hat ja vorher so ziemlich ausgehangene Locken gehabt und jetzt mittlerweile sieht das aus. Sie sieht aus wie ein Engel. Das ist wunderschön. Krass. Und ich denke, dass sie deswegen auch sehr glücklich ist und sich deswegen auch über Haarpflege freut. Und ja, das ist toll. Das ist wirklich wirkungsvoll. Und das hat sich gereimt. In meinem nächsten Aufgebraucht-Video werdet ihr davon auch tatsächlich eins sehen. Jetzt habe ich davon ein Backup und das finde ich richtig gut. Dankeschön. Und das zweite, was mit in der Nummer 2 drin war, ist von Garnier Fructis, Garnier Fructis. Weiß ich nicht. Kräftigende Aktivformen, Wonder Mask, langanhaltende Tiefenpflege bis zu 4 Haarwaschwäschen. Das ist cool. Schritt 1. Pflegende Maske auf feuchtem Haar in die Längen und Spitzen auftragen, nicht ausspülen mit Kokosöl. Ja, ich hoffe, es riecht nicht zu sehr nach Kokos. Kokos und ich, wir sind nicht so Freunde, aber zum Beispiel bei Hask fand ich die Coconut Oil Reihe richtig geil. Und dann der zweite Schritt in 3 Minuten. Pflegeversiegelung direkt auf die pflegende Maske einmassieren, 3 Minuten einwirken lassen, ausspülen. Ach so, ich mache dann das erst drauf und dann mache ich das direkt drüber. Warum haben die das denn nicht in ein Sachet gemacht? Ist auf jeden Fall cool, werde ich ausprobieren. Da habe ich Bock drauf. So, das habe ich auch noch nicht ausprobiert, das hier, dieses Wonder Mask. Und wenn das geil ist, wenn du das empfiehlst, dann werde ich das probieren. Aber ich kann nicht verstehen, warum man das dann nicht in ein Sachet macht. Das ist merkwürdig, oder? Von der Verpackung her hat das irgendeinen großartigen Grund, weil du machst ja wirklich erst den Schritt Nummer 1 drauf und lässt den ja drauf und dann direkt drüber das andere. Ist das vielleicht so eine Art Versiegelung? Das weiß ich gar nicht. Die Nummer 3 ist mit einem süßen Kräuselpapier, wie nennt sich das? Ich nenne das immer Kräuselpapier, weil sich das kräuselt, wenn man mit einer Schere drüber geht. Eingepackt und das packen wir mal aus. Das könnte übrigens tatsächlich eine Palette oder sowas sein, ne? Weil das so sich anfühlt. Tatsächlich, das ist von Trend It Up eine Face Lights Palette, die noch zugeklebt ist. Die muss ich erstmal aufschneiden. Oh, das ist schön. Das ist schön. Das sind schöne, oh, das sind Highlighter und boah. Die sind butterig. Oh, das kann ich verstehen, weswegen du die magst. Die fühlen sich schön an. Wow. Echt toll. Dezent, aber dann halt wirklich auch tragbar für den Alltag. Das ist halt auch immer so eine Sache. Okay. Okay. Bin ein bisschen doll reingegangen und die Texturen sind ziemlich cremig. Die sind heftig und ich glaube, das sind Highlighter. Also gut, das hier kannst du als Blush verwenden. Das hier ist aber, also das kann man wahrscheinlich als Bronzer verwenden, ist aber schimmernd, ne? Klar, den beigen, den würde ich als Highlighter nehmen, aber den hier oben, den goldenen, ja gut, den kann man auch als Highlighter nehmen, um es dann nochmal ganz krass zu haben. Die seidig zarten, schimmernden Puder verleihen dem Teint ein strahlendes Glow-Finish. Lichtreflektierende Pigmente kaschieren optisch Hautunebenheiten, hautverträglich dermatologisch bestätigt. Ja, das scheinen dann wirklich im Prinzip alles Highlighter zu sein, wobei ich den wirklich als Blush verwenden würde. Aber geil, die fühlen sich so schön an. Sag mal, Vanessa, verwendest du die als Highlighter, als Blush, als Bronzer? Als was verwendest du die Palette? Ich finde es ja super interessant, ne? Aber die fühlen sich so schön an. Geil. Richtig, richtig cool. Dankeschön. Mensch, die kommen demnächst mal in einen Look. Da muss ich mal gucken. Also als Blush und Highlighter auf jeden Fall. Aber vielleicht auch als Bronzer. Aber dann glänze ich, glaube ich, sehr. Mal gucken. Die Nummer 4 befindet sich hier. Und auch die, nee, die fühlt sich an wie Schokolade. Das ist bestimmt Schokolade, oder? Und es ist tatsächlich Schokolade. Richtig geil. Die wollte ich mir auch schon mal holen. Weil bei Shea ist es ja so, dass du auch quasi damit auch was Gemeinnütziges tust oder so. Jede Schokolade spendet eine Mahlzeit. Genau. Und das finde ich cool. Es ist auch noch Fair Trade, es ist Bio, es ist
Unfassbar, wie viel Gutes man damit tut, das ist der Wahnsinn. Mega geil. Vielen, vielen, vielen Dank. Richtig cool. Doch. Und dich macht Schokolade also genauso glücklich wie mich. Also ich finde, Schoki ist wirklich so ein absoluter Garant für, naja, keine Ahnung, es macht mich einfach glücklich, wenn ich Schoki essen kann. Es ist zum einen ja so eine gewisse Art von Luxus, die man sich gönnen kann, überhaupt Süßigkeiten zu essen, überhaupt die Möglichkeit haben, Schokolade zu essen. Ja. Und dann ist es einfach vom Geschmack her geil. Dankeschön. Die Nummer 5 sieht aus wie eine Tube. Weiß ich nicht. Bodylotion? Weil die dafür sich ein bisschen zu flüssig anfühlt. Vielleicht eine Body Dusche. Läuft bei mir. Ja, Wortfindungsstörungen sind am Start. Die habe ich hier auch reingelegt, glaube ich. Das finde ich super. Sei frei, verrückt und glücklich. Sonniger Glücksduft nach Apfelsine. Finde ich cool. Zwei doofe Eingedanke. Ja, sowas mag ich, ne? Ja, die riecht auch ganz cool. Es ist halt ein orangener Duft. Also für mich dann halt eher so, tatsächlich was für den Sommer. Also das würde ich niemals im Winter oder im Frühling oder im Herbst verwenden. Ja, sehr frisch. Kommt auf jeden Fall in den Bereich Sommer bei mir. Die Nummer 6. Fühlt sich an wie eine Maske, wie eine Gesichtsmaske. Ich liebe Gesichtsmasken. Ihr macht euch keine Vorstellung. Ich finde es unfassbar, was Pflege und vor allem Masken ja innerhalb von kurzer Zeit mit der Haut und mit dem Gesicht so anstellen können. Das ist krass. Ich finde es wirklich krass. Und da hat sie mir ihre zwei Schätze scheinbar reingepackt. Da haben wir einmal die Erdbeer-Peeling-Maske von Schäbens mit drin. Richtig, richtig cool. Die wird dann wahrscheinlich auch schön fruchtig riechen, was ich sehr, sehr gerne mag. Und von Valer, die kenne ich noch gar nicht. Pflege genießen. Avocado- und Honigtuchmaske. Richtig geil. Regenerierend mit Honigextrakt und Avocadoöl. Geil, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ist die neu? Ich weiß es nicht. Allein diese Form, ne? Dass das hier oben so ein Gläschen ist, so ein Honigglas quasi. Mega cool. Da freue ich mich extrem drüber. Also richtig, richtig geil. Weil neu und weil. Tuchmaske und danke. Jetzt sind wir schon bei der Nummer 7 angekommen und da scheinen mehrere Produkte drin zu sein. Es fühlt sich hier hinten an wie so eine etwas kleinere Tube und hier vorne ist was Flaches mit drin. Vielleicht eine Haarmaske? Wir gucken mal rein. In dem Päckchen hatten wir zwei Produkte für die Hände mit drin. Einmal von BeRoutine Charlie's Wild Mojito Handcreme. Okay, das ist mit Limette. Da muss ich wirklich mal gucken, ob ich das mag, weil das ist jetzt sehr zitrisch dann wahrscheinlich. Ich mag es als Handcreme sehr gerne süß oder nur cremig. Das hat eine wunderschöne Verpackung, aber Schatz, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Die wird jetzt weiter wandern. Die ist leider nicht mein Geruchstyp, aber sie ist extrem schön mit den Sternchen und der Katze drauf und den Limetten und so. Ist schön, aber. Limette geht leider gar nicht. Trended Up Enriching Moisturizing Hand Mask. Das finde ich interessant. Das habe ich auch schon mal gesehen. Und wollte ich mir auch schon mal holen. Hattest du das nicht letztens in deinem Aufgebraucht-Video gezeigt oder in deinem DM-Haul? Finde ich super interessant. Da kann man nämlich die Fingerkuppen vorne abnehmen und kann dann, ja, halt weiter irgendwie was machen, ne? Hat dann weiterhin die Möglichkeit, irgendwie mit den Händen was zu machen und muss nicht 20 Minuten einfach nur die Finger ruhig halten. Das finde ich cool. Das werde ich auch auf jeden Fall mal demnächst testen. Und Dankeschön, das ist cool. Wir sind bei der Nummer 8. Ach so, das fühlt sich eckig an. Fühlt sich an wie ein Lippenstift oder wie eine Mascara. Weil es eckig ist, würde ich sagen, es ist ein Lippenstift. Von Catrice Generation Matte Comfortable Liquid Lipstick. Ja, das ist ja hübsch. Das ist richtig, richtig hübsch. Ich habe jetzt was auf den Lippen drauf. Das nehme ich mir mal kurz runter. Und dann mache ich mir den mal schnell drauf. Der ist ja wunderschön. Oh, der riecht auch gut. Hui, und der scheint aber sehr deckend zu sein. Das ist gefällt mir. Genau, das ist toll und das gefällt mir. Oh, wow. Da kann ich echt verstehen, dass das einer ist, der dich glücklich macht. Oh, der fühlt sich richtig schön an. Die Farbe ist mega toll. Der fühlt sich an wie, als hättest du nichts auf den Lippen. Wirklich. Und so sanft und weich und der ist echt schön. Und die Farbe ist heftig. Die ist richtig heftig geil. Coole Sache, Dankeschön. Der, wow, haut mich um. Ist geil.
Kommen wir mal zur Nummer 9. Und ich habe keine Ahnung, warum hier Noten drauf sind. Entweder wollte sie mir damit zeigen, dass das die Nummer 9 ist und dass es unten ist, oder da ist irgendwas mit Musik drin. Sie liebt ja Musik, das weiß ich ja, ne? Das sagt sie auch immer in ihren Favoritenvideos. Da nennt sie auch immer diverse Musikstücke und was ihr persönlich in dem Monat gut gefallen hat. Und da bin ich wirklich gespannt, was sie zu Musik mir hier reingepackt hat. Leute, ich habe hier einen Spotify-Gutschein über 10 Euro drin. Okay, ich habe noch nie Spotify genutzt. Da muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Ich bin zwar ein sehr musikalischer Mensch, spiele ja auch selber Gitarre und mache auch selber ein bisschen Musik, behalte das aber tatsächlich eher für mich. Also das ist wirklich sehr privat, wenn ich Lieder schreibe, also auch Gedichte und so weiter, das ist ultra privat, weil ich damit halt auch so ein paar Dinge manchmal verarbeiten muss, negative Dinge und so. Und deswegen ist das etwas, was ich liebe, auch wirklich, das zeige ich auch sonst keinem in meinem Familien- oder Bekanntenkreis, das ist einfach meins. Das ist wie so eine Art Tagebuch, was ich dann singe. Ja, genau. Und das hier ist Spotify. Geht das auf Samsung? Ich weiß es nicht. Ich habe einen Samsung. Geht das? Ich weiß es nicht. Vanessa, wir müssen reden. Du musst mir das erklären. Aber cool, danke schön. Last but not least halte ich jetzt die Nummer 10 in meinen Händen. Es ist schon das letzte Teil. Das kann ich nun gar nicht. Nee, das ist einfach. Nee, weiß ich nicht. Es ist rund und es ist lang. Was ist denn rund und lang? Hier ist eine Mascara drin. Mega cool. Die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Essence Instant Volume Boost Mascara. Ready in 10 Seconds. Wow. Power Volume. Auch die muss ich ausprobieren. Leute, ich glaube, mit den Produkten, die ich hier drin habe, kann ich auch so ein bisschen was schminken. Ne? Richtig cool. Mega. Smudge-proof und Intense Black. Und die macht dich glücklich. Oh, die sieht gut aus. Ja, die hat so ein Bürstchen, was gerade ist. Damit kannst du gut deine Wimpern tuschen. Cool, da kommst du auch gut an die unteren Wimpern ran. Mega geil. Die wird getestet. Die habe ich noch nie gesehen. Da freue ich mich drauf und das werden wir mal zusammen austesten. Zusammen mit diesen, mit der Gesichtspalette und den Lippenstift trage ich dann auch nochmal und dann mache ich euch mich fertig. Richtig cool. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Vanessa. Du hast mir coole neue Produkte geschickt, die ich so noch gar nicht kannte und auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Das animiert mich dann immer so ein bisschen, um das Ganze dann nochmal durchzutesten. Und da freue ich mich extrem drüber und auch sehr drauf, das zu testen. Ich hoffe, dass das Paket, was ich dir geschickt habe, dich auch glücklich macht. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach mal so das in ein Paket gepackt, was ich finde, was mich glücklich macht. Ja, ist nicht einfach. Ist gar nicht einfach. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal den Kanal von der lieben Vanessa oder auch Mrs. Rosa Roth. Hier unten das Video zu dem Tauschpaket, was ich ihr geschickt habe. Hier unten findest du meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen, die ich gemacht habe. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!